dieses Läuten wird für mich ewig zu Weihnachten dazugehören. Es war das Läuten, das in meiner Kindheit uns das Go gab zum Ja, wir dürfen das Wohnzimmer wieder stürmen. Die Glastür zum Wohnzimmer war nämlich an diesem Tag immer geschlossen. Das ganze Jahr über war sie offen. Jeder konnte immer rein ins Wohnzimmer und wir waren eigentlich immer im Wohnzimmer. Nur am 24. nicht. Keiner weiß wieso. Aber wenn es um 6 Uhr geläutet hat, dann durften wir alle los und rein ins Wohnzimmer. Die Tür ging auf, der Christbaum, die Kerzen, echte Kerzen, flackerten, die Sternspritzer schossen durch das ganze Wohnzimmer und unterm Baum waren Packerl. Als Kind, kann ich schwören, waren es Berge von Packerl. Eins meiner liebsten Geschenke von damals war DTM, ein Rennwagen von Mercedes-Benz, ferngesteuert, 1:18. Das war so ein Riesenteil, mit Slickreifen und Verbreiterungen und Kot und Flügel vorne und hinten. Richtig geiles Ding. Mit 16, 17 irgendwann habe ich das Ding dann unter einem Stiegengeländer durchfahren lassen und dann ist es senkrecht runter in den Keller. Das war dann das Ende dieses Autos. Leider. Heute macht Geschenke machen mehr Spaß als Geschenke zu bekommen. Vor allem, wenn man Onkel ist, so wie ich, und in den strahlenden Kinderaugen sehen kann, dass diese Magie von Weihnachten noch da ist. Ich möchte mich heute über den Dächern von Wien von euch für das Jahr bedanken. Ich möchte euch frohe Weihnachten wünschen. Und ja, man sollte sich bewusst sein, dass es egal ist, wie viele Geschenke man bekommt. Wichtig ist, dass man genug zu essen hat, ein Dach über dem Kopf, das warm und trocken ist und dass man mit seinen Liebsten zusammen ist. Denn, wie wir alle in den letzten Monaten mitbekommen haben, wird in Österreich und Europa und überhaupt auf der Welt nicht jeder diesen Luxus haben. Darum sollten wir uns glücklich schätzen, wenn wir das haben und es in vollen Zügen genießen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes Fest mit euren Lieben. Habt es fein und wir sehen uns nach Weihnachten wieder. Bis dann, euer Martin, Baba.